Was? Nee, der Markus zurücklehnen nicht mehr. Na, Markus ist nicht mehr drauf. Schade. Ich wollte dich aber überhaupt nicht. Ich muss dich auch mal wieder zeigen. Ja, eh, nee, bin nicht da. Ja, Konzi sieht man immer. Ja, eben. Aber wenn du so da sitzt, sieht man ihn ziemlich schlecht. Schauen Sie, ja, sein Wurfdeutsch kostet bei dem Schmied in Andergast, ja. Ich brauche keinen Wurfdeutsch, finde ich. Er ist lieber näher dran, wenn es abgeht. Sie haben doch sicher eine liebende Frau, die für Sie kommt. Die braucht einen Wurfdeutsch. Wenn sie in der Küche ist, kann auch noch woanders. Wie sieht's aus? Hat sie das Handy auf der anderen Seite liegen? Ja, richtig. Können Sie die Frau bitte kurz rufen? Ich möchte gerne mit ihr sprechen. Gundi, komm her! Also gut, ich begrüße Sie also den Zwölfen zu Gruß, sehr geehrte Frau. Wie sieht's aus? Sie sind ja auch eine Köchin, ja? Wollen Sie ein Messer kaufen? Bestes. Wir sind bestens ausgerüstet, vielen Dank. Sind Sie da sicher? Sehr sicher, ja. Okay. Ich ex mein Bier und geh raus. Alles klar. Wolltest du nicht einen zweiten Stock oder so? Nein, nein! Ich hätte ihn nicht funktioniert. Okay, mach ich ja gleich. Wo ist denn David gerade? David ist auch noch. Ja. Ist immer noch im Lokal, oder? Okay. Okay. Ja. Bin ich jetzt beim Fluss? Du hast sein. Ja, du bist beim Fluss. Ja. Nice! Ich nehme an, du möchtest jetzt angeln, ja? Ja, beziehungsweise oder fischen. Ja. Ja. Und jetzt kannst du keinen Punkt abziehen. Das ist richtig. Weil der eine Punkt hat sich ausgemacht. Ja, zweiten am 19er. Ja, eben. Aber ist eigentlich sein Knochen so haltbar? Zerbricht er nicht leicht? Und dann kommt es an, welchen Knochen du hast. Manche sind hohl und manche nicht so hohl. Die, die nicht so hohl sind, kannst du auch besser schnitzen. Darf besser. Also in der Steinzeit haben die alle mit Knochen gekämpft. Das hat schon funktioniert. Markus wirft den Sperrknochen zerbricht. Davor nicht. So wahrscheinlich. Nein, denke ich mir auch schon. Jetzt habe ich extra so einen positiven Fahr. Ich überlege, das Sicker findet der Fisch nicht. Bei Naturtalente das dritte. Also, okay. Fingerfertigkeit, Geschicklichkeit und Kondition. Ja. 19. Das war's mit der Sperre. Weiter geht's. 8. 11. Okay, du, wirft also deinen Speer in den Fluss und der bleibt im Fluss stecken, aber es ist leider kein Fisch drin. Kann ich ihn wieder rausziehen zumindest, ohne dass er kaputt geht? Der Fluss ist so, dass man ihn stehen könnte, ja. Also ich kann ihn wieder rausziehen, statt aufstecken. Hast du dann reingeworfen? So. Anscheinend. Einfach so auf gut Glück. Anscheinend. Da ich ja noch relativ viel Zeit habe, mache ich das weiter. Ah ja, du willst noch mal probieren. Ja, ja. Bis er halt windig ist. Wahrscheinlich. Ah, ja. Normal. Dann würfel eine 20, dann geht's schneller. 9. 19. Warte. Na, es geht sich wieder nicht aus, denn ich. Da wird es auf 18, könnte ich es rausgehen. 6. Du wirfst deinen Speer ins Wasser. Ich zieh ihn wieder raus. Einmal versuche ich es noch, sonst für ihn wieder. Er bleibt stecken. Ah, okay. Ich zieh ihn wieder raus, einmal versuche ich es noch, sonst gehe ich in den Strand. Speer voll dumm, der kann verspicken. Gebitter. 20. Sollte nicht der Herr werden, das öfter machen. Was hast du? Ja, jetzt geht es echt raus. Okay. Also ich habe 4 noch. Okay. 18. 4. Es muss nicht schwerer werden, er schafft es. Ganzen Vormittag lang verbracht. Ja, nein, Nachmittag, es ist ja Nachmittag. Ja, den Vormittag verbracht, den Sperr zu machen. Und ja, das ist nochmal mit. Ja, das, deswegen wollte ich ja fischen, jetzt muss ich was mit meinem normalen Essen essen. Okay. Also, vielleicht sollte ich zuerst den Haarlauf kaufen und dann den muss ich eine Ration essen. Du bist ja im Gasthaus, oder? Nein, ich habe ja den Wachen gefragt. Ich stimmt. Und bin auf dem Weg zum Palast. Bin ich damit leider angekommen? Ja. Passt. Ich schaue mir den Palast von außen an. Mhm. Ist okay. Ein schönes, altes Gebäude, ziemlich prunkvoll. Und ziemlich gut bewacht. Ich gehe wieder. So, jetzt bin ich da, was mache ich jetzt? Ich gehe wieder. Ich möchte mit einem Wachen dort ein Gespräch anfangen. Bin zu große. Und ich. Wie.
Wie ist denn das, so eine königliche Waffe zu sein? Relativ so eintönig. Relativ eintönig, ja. Stehen Sie lang rum? Genau. So. Ja. Okay. Sind Sie immer hier draußen vom Tor oder haben Sie auch noch eine drinnen Wache? Beim König oder so? Ja, immer abwehr, also unterschiedlich, genau. Okay. Ja. Und ist es so, wenn Sie dann beim König sind, sind Sie, sind, ist das ein gutes Gefühl? Also die hat sie den König gern. Ist das ein gutes Gefühl? Wie geht's Ihnen dabei? Wenn ich beim König bin, habe ich noch zwei übrig. Für Sie. Also mögen Sie den König? Sind sie ja, der König ist sehr gütig und... Gültig, ein guter Mann. Und nicht sehr religiös. Von der Stadt darüber nicht. Okay. Wissen Sie vielleicht, also ich habe schon mal einen Kollegen gefragt, aber der hat eher so, ich will jetzt nicht sagen inkompetent, aber... Ja, kenne ich, ja, immer die vom Marktplatz. Ja, ja, genau, ja. Ja, fast kriminell. Ich muss da den. Sehe ich, erkenne ich, welche Rasse er ist? Und mir geht es darum, ist er ein Elf oder nicht? Nee, er kommt aus Andergast, höchstwahrscheinlich. Also er ist ein Mensch. Okay. Na gut. Merke ich mir jetzt mit. Wissen Sie zufällig, ob man hier etwas unternehmen kann, sozusagen? Einfach, also etwas anderes, um sich die Zeit totzuschlagen, als in der Taverne zu sitzen und zu saufen. Mit Messer dran. Und wenn man wenig Geld hat, was man hier macht. Geld verdienen kann. Wissen Sie, Sie könnten arbeiten gehen. Ja, wo gibt es denn hier Arbeit? Also so kurzzeitige Arbeit. Also so heute Nachmittag. Ja, so ein Schmied, der sucht immer Mitarbeiter, okay, die ihm kurz helfen können. Oder auch nicht. Okay, und wie schaut's? Ist Glücksspiel hier, ist das erlaubt? Das ist kein Geld. Naja, ich kann ein bisschen... Ja, in den Tavernen ist immer viel los. In der Richtung, ja. Okay, gibt's... Aber ich muss Sie warnen, es sind immer viele Falschspieler unterwegs. Okay. Ja, da ist wohl ehrliche Arbeit der bessere Weg, um Glück zu verdienen. Gut, ja, dann können Sie mir den Weg zum Schmied sagen? Da gehen Sie auf die Hauptstraße, die vom Marktplatz abgeht, und vom Marktplatz aus direkt die erste Straße, oder beziehungsweise die erste Straße vor dem Marktplatz. Okay. Rüber. Gut, wissen Sie, wie der Schmied heißt, damit ich ihn direkt ein bisschen so freundschaftlich gehe? Detlef. Hast du die Soße? Nein. Boah. Nicht die Soße. Detlef, nicht Detlef? Nein, Detlef. Detlef, okay. Okay, gut. Dann mache ich mich. Ich bedanke mich. Will dir das eine Auskunft geben? Gerne doch. Bewege mich in Richtung. Schmied 4 Uhr. Das ist richtig. Ja, es ist echt. Nein, nicht mal immer noch. Ja, aber hier auch. Ja, ja, dann können wir jetzt da weitermachen, oder? Wo weitermachen? Ich will auch wieder was machen. Achso. Ja. Ja, was möchtest du tun? Okay, also. Ich gehe aus der Taverne raus. Mhm. Und mache mich auf den Weg. Mhm. Ich schaue kurz nochmal in die Gasse rein. Mhm. Für ein paar Minuten oder so. Ich stelle mich das an den Hausmauern von zu, was da passiert. Mhm. Ist überhaupt irgendwer? Absolut nichts los. Okay. Dann gehe ich zu dieser anderen Taverne an der Stadtmauer, die. Stinkt der Leopard. Okay. Nein. Nein. Der Leopard ist auch am Marktplatz. Ja. Das war die direkt neben der, wo ja, in der wir da sind. Mhm. Du meinst die Taverne zum Schwarzen Frosch? Ja, genau, zu der wollte ich. Ja, die sind mit der Gattista. Genau, zum Schwarzen Frosch. Ja, genau, ja. Da gehe ich hin. Okay. Darf ich da schon rein? Ja. Also, okay, passt. Da wärst du schon länger nicht mehr dran warst. Da gehe ich zu den Wirten. Ein Lass erst auf 21. Wie sind wir zum Gruß sein, lieber Wirt? Den Zwölfen zum Gruß. Ein Bier bitte. Das macht dann 3 Heller bitte. No. 3 Heller. Ah, ja, das ist irgendwie in der Runde gekommen, das Bier ist plötzlich scheiße. Ja, das zahlt halt. Okay. Ja, das sind echt die geschissenste Bargain. Das sind 2 Wucher des Todes, ey. Du, ich habe nicht zahlt, also.
Ich habe ihn nur an ihm verdient. Also. Dann nimmst du mal den Hasen. Dann nimmst du den Hasen. Weil ich habe den Hasen gejagt, ja. Also, ich nehme einen Schluck vorbei dem Bier. Sie sind ja doch etwas abgelegen von der Stadt her. Richtig. Aber... Von 10 Messer. Ich... Nein, mein Messer bleibt. Aber ich... Kommt nicht umhin, doch mir zu denken, so ein paar Gerüchte müssten Ihnen ja doch zu Ohren kommen. Bestimmt. Kommt drauf an, in welche Richtung diese Gerüchte denn gehen sollen. Ja, es geht eher ins Abstrakte hinein. Ich suche nämlich nach einer Magierin, die in Andergast gelebt haben soll. Okay. Der Stadt nicht, dem nicht dem König. Haben Sie davon schon mal gehört? Es gab einige Magier hier, aber... Ja, das habe ich auch schon gehört. Richtig. Also, Gerüchte haben gesagt, dass die Magier alle zu einem ähnlichen Zeitpunkt die Stadt verlassen haben. Also, zu diesem Zeitpunkt... Ja, wirklich. Ich kurz vor. Ja, zu diesem Zeitpunkt. Jetzt werden sie hier keine Magier mehr finden. Weiß mal, warum, wohin... Sie waren einfach weg. Ja, es gibt nur eine Sache, die ihr machen müsst, ey, ohne Spaß. Ja, dann reinhauen, aber. Der Nachbar macht mich ein bisschen schön. Vielleicht greifen sie auch eine Kämpfe in den Alle zwei. Ja, dann. Bringt dir nichts. Danke. Und ich sitze noch ein bisschen schweigend und trinke mein Bier langsam. Alles klar. Und du kommst wieder zur Stadt, nehme ich an? Ja, und ich gehe gleich in Richtung von dem... Also wie spät ist es ungefähr? Abend. Dann schaue ich... Also in die 60. Dann gehe ich in Richtung... Dann schaue ich schon mal in die Richtung von der Gasse halt. Da schaue ich schon mal hin. Gut. Möchtest du noch was machen? Ja, ich gehe auch zur Gasse, weil ich sehe, dass es Abend wird. Gut. Ich dann auch noch den... Gut. Ja, das heißt, ich bin jetzt zum Palast gegangen, ja? Um dort zu fragen, um dort zu erfahren, dass ich Arbeit finde, um mir die Zeit zu vertreiben. Das darfst du auch noch machen. Gehen wir in der Zeit jetzt nochmal ein bisschen zurück. Okay. Gut. Es war schon Nachmittag, wie viel wieder dann noch arbeiten? Tja. Ja, ein bisschen Geld. Also, er kann ein Messer in 5 Minuten machen, was ich schon mal raus. Hau einmal drauf, das zählt. Ja, ich bin jetzt beim Brot bei dem Schmied angelangt, ja? Okay. Detlef hieß er. Ja. Den Zwölfen zum Große, Detlef. Ich habe von den Palastwachen erfahren, dass man bei dir ehrliches Geld machen kann. Aber sicher doch. Wenn ich jetzt. Wie spät ungefähr haben wir es jetzt? 4 Uhr. Okay, und wie spät war es da ungefähr, wenn man sich wieder da in der Gasse trifft? 8 Uhr. Okay, also 4 Stunden. Wenn ich jetzt für 4 Stunden arbeiten würde, wie viel, was wäre, also, gibt es einen Fixbetrag? Je nachdem, wie gut Sie arbeiten, würde ich Ihnen da 1 bis 5 Silbertaler geben. 1 bis 5. Okay. Im Vergleich zu dem, was du hast. Ja. Ey. Gut, was müsste ich denn da machen? Können Sie schmieden? Nein. Muss ich auf meinem Zettel nachschauen? Das ist unter Grobschmied. Grobschmied kann ich gar nicht. Nee, du bist sicher gut als Lieferjunge. Komm, versuch's trotzdem. Nein, wenn das gar nicht hat, kann ich es nicht machen. Da muss ein Null dabei sein. Achso. Nein, ich kann leider nicht schmieden. Haben Sie noch eine Arbeit? Trotzdem noch eine Arbeit. Sie können. Auf Ofen einheizen. Ja, so irgendwas in der Art, ja, genau. Sachen tragen oder sowas. Sachen tragen! Sie können sich darum kümmern, dass das Feuer nicht ausgeht und immer heiß bleibt. Das heißt, eine Pumpe. Okay, ja, das ist Blasebein. Pumpe. Muss ich darauf würfeln? Blasepumpe. Nein, Blasebein, oder? Ja, muss ich genau, Kraftakt. Was habe ich da eben gesagt? Ich glaube, ja, es gibt sogar... Du Kröftück. Das steht da drauf, dass wir ein paar Tränen gehabt haben. Fingerfertigkeit. Kondition und Körperkraft. Konstitution. Leck mich! Fingerfertigkeit 12, Kondition 11 und Körperkraft auch 11. Gut. 17.
Was? Ah ja, egal. Jedes Feuer. Du pumpst halt und pumpst am Blasebalg, aber irgendwie bringt das nicht so viel. Das Feuer wird immer kleiner und der Schmied beschwert sich bei dir. Du sollst doch bitte kräftiger zulangen. Damit das Feuer auch ja. Okay, anbleibt. Ja, dann lang ich kräftig. Oder was muss ich da machen? Probier es nochmal. 14. 11. Na, es ist auf jeden Fall, das Feuer geht auf jeden Fall nicht aus, es ist halt nicht unbedingt sehr heiß. Wie man es brauchen würde. Richtig, aber es ist annehmbar. Okay. So, das habe ich jetzt 4 Stunden gemacht, das kriege ich nicht. Gut. Ja, Ihre Arbeit war okay, ich gebe Ihnen dafür 3 Silbertaler. Sehr schön. Für den Blödsinn. Wenn ich ihm einen gebe. Ja, ich auch. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und mache mich dann auf zur Gasse. Gut. Gasse. Frage, wie heißt die Gasse? Nirgendwo ein Namensschild zu sehen. Aber das muss ich mir ausdenken. Gasse von Mirhiban. Ja, genau. Mirhiban. Mirhibums. Links die Bums. Genau. So, gut. Wir sind alle in der Gasse. Gut. So, können wir jetzt einbrechen? Also sagst du das so? Ja. Ja, also ich muss gleich sagen, ich werde auf keinen Fall mit reingehen, weil potenzielle Magiequelle. Oh. Damit kann ich überhaupt nichts anfangen, das ist mir sehr suspekt alles. Ich werde draußen wachen. Ich werde schon mit reingehen, aber ich werde. Wie dunkel ist es? Nur wegen Dämmerungssicht. So. Ja, es ist dämmert halt, es ist kurz davor, okay. Stockdunkel zu werden. Okay. Aber ich habe trotzdem auch herausragende Sicht. Also insofern. Ja, ist das also gut, wer kommt? Du kannst ja gerne das Schloss knacken. Ja. Und von mir aus auch vorgehen. Ich werde auf jeden Fall einige Zeit warten, nachdem du hinter der Tür verschwunden bist. Soll nur sein Codewort möglichst aufmachen. Unauffällig. Also, wenn ich heranschlagen muss. Aber die Elaine kommt rein, ja. Was ist mit dir? Noch zwei. Noch zwei. Noch zwei! Nur noch zwei! Ich habe noch zwei übrig! Gehst du mit rein? Also Nostromo, kommst du mit rein? Okay. Gar nichts gesagt. Er hat genickt. Achso, okay. Du möchtest also ein Schloss knacken. Ich möchte das Schloss mit meinen hervorragenden Dietrich. Ich warte aber ganz am Anfang von der Gasse. Ah, ich gebe dir gar nicht hin. Okay. Ich gebe dir eine Erleichterung von 1, weil das schon etwas veraltet ist, das Schloss. 4. 11. Die Tür springt also auf. Es ist niemand drin, oder? Das ist richtig. Du siehst einen dunklen Raum. Mehr ist nicht zu erkennen wegen der Helligkeit. Ich kann ja meine Fackel mit meinem Feuerstein und mit meinem Stahldings anlassen. Jo. Dann würde ich das gerne machen. Okay. Ich muss mal kurz die Aufnahme beenden und den Akku wechseln.